Leute, die hier links demonstrieren, gehören zu einem Teil zu denen, die für die Mauertoten verantwortlich waren. Und denen wird jetzt vom Berliner Innensenator erlaubt, dass sie in einer dermaßenen Lautstärke und einer solchen Nähe unsere Gedenkveranstaltung stören. Das nehmen wir zur Kenntnis. Wir wissen, wie die Machtverhältnisse im Moment in Berlin sind. Sie werden nicht ewig so bleiben. Ihnen ist vielleicht aufgefallen, dass wir hier nicht mit dem AfD-Truck da sind, sondern mit dem LKW ohne AfD-Werbung. Das hängt damit zusammen, dass ursprünglich der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg mit dabei war bei dieser Veranstaltung und dann vom Landesvorstand, insbesondere von der Vorsitzenden, wie ich hörte, Einfluss geübt wurde, dass der Bezirksverband Friedrichshain-Kreuzberg nicht mehr mit im Boot ist. Manchmal kann man ja auch von den Linken lernen, Stimmung hat auch was mit Musik zu tun. Ich übergebe meinem Freund Matthias Barth das Wort. Heute vor 60 Jahren haben die Kommunisten, die jetzt da drüben tönen, beziehungsweise deren Väter, unsere Heimatstadt Berlin auf brutale Weise auseinandergerissen. Zwar war Berlin schon seit 1948 politisch geteilt, aber im Bewusstsein der Menschen war es doch eine einheitliche Stadt geblieben. Es gab öffentliche Verkehrsmittel, die zwischen den Stadthälften verkehrten. Man konnte von einer Straßenseite zur anderen wechseln und hatte sozusagen das Weltsystem gewechselt. Aber nach dem 13. August 1961 trennte Stacheldraht die Stadthälften. Die öffentlichen Verkehrsmittel wurden unterbrochen. Die Bewohner der einen Stadthälfte durften nicht mehr die andere betreten. Und von nun an waren Eltern von ihren Kindern Brüder und Schwestern voneinander, Freunde und Kollegen getrennt und konnten jahrelang keinen persönlichen Kontakt mehr unterhalten. Und am 24. August wurde mit Günter Litwin der erste Flüchtling, der versuchte, in den Westen zu gelangen, im Humboldthafen von DDR-Polizisten erschossen. Sie nahmen diese Unmenschlichkeit in Kauf, weil sie sonst ausgeblutet wäre. Die DDR haben nach ihrer Gründung bis zum 13. August 1961 rund 2,7 Millionen Menschen verlassen. Davon 1,6 Millionen über die Sektorengrenze in Berlin, die seit 1952 das einzige Fluchtloch aus der DDR in den Westen bildete. Und weil die DDR nicht ausbluten wollte, nicht ihre jungen und qualifizierten Fachkräfte an den Westen verlieren wollte, da sah sie sich gezwungen, diese Grenze in Berlin zu errichten und gleichzeitig ihre unmenschliche Fratze zu entlarven. Die Folgen damals für Deutschland waren einschneidend. Es schien so,
dass die Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs auf immer und ewig festgelegt seien. Es wurde auch deutlich, dass die Zweiteilung der Welt, wie sie 1945 in Jalta vereinbart worden war, auch in Berlin ihre Gültigkeit hatte. Die Westmächte gaben zwar Sicherheitsgarantien für die Westsektoren, aber die Menschen in Ostberlin und in der DDR, die waren ihnen egal, die wurden von ihnen abgeschrieben. Damit war das zunächst auch ein Erfolg der DDR. Die eingemauerten Menschen in der DDR mussten sich wohl oder übel mit dem System arrangieren, denn niemand konnte ja ahnen, dass das nach 28 Jahren zusammenbrechen wird. Aber dieser Sieg der DDR war nicht hundertprozentig, denn es blieben immer noch viele Menschen in der DDR, die den Wunsch hatten, in den Westen zu gelangen. Dafür zeugen auch die 140 Toten an der Berliner Mauer, die meisten davon Flüchtlinge, die von DDR-Grenzsoldaten erschossen wurden. Davon zeugen auch die mehr als 72.000 politischen Häftlinge, die in der DDR nach 1961 wegen Fluchtversuchen, wegen Fluchthilfe und wegen Ausreisebemühungen eingekerkert wurden. Allerdings hätte er vielleicht ehrlicherweise sagen sollen, nicht ich bin ein Berliner, sondern ich bin ein Westberliner. Denn das, was er sagte, war nur Sicherheit für die Westsektoren. Und in den Westsektoren gearbeitet hatten. Und natürlich war auch der Flüchtlingsstrom aus der DDR ein ständiger Quell für die Wirtschaftswunderindustrie in der Bundesrepublik. Und dieser Quell versiegte nun schlagartig. Und es ist wohl nicht verfehlt, wenn man in diesem Zusammenhang darauf hinweist, dass zwei Monate nach dem Mauerbau im Oktober 1961 das erste Anwerbeabkommen für Gastarbeiter mit der Türkei geschlossen wurde. Und in der Folge kamen sie dann und waren schon Anfang der 70er Jahre die stärkste ausländische Community in Berlin. Und man geht auch nicht fehl, wenn man sagt, die Mauer ist zwar gefallen, aber die Türken sind geblieben. Die einheitliche deutsche Nation hat sich in der Nacht des 9. November wieder bewiesen und sie existiert heute wie damals. Und der 13. August und diese Teilung der Stadt war ein widerrechtlicher Anschlag auf diese Nation, der zum Glück von der Geschichte widerlegt wurde und nach 28 Jahren sein Ende fand. Aber es bleibt die Mahnung, daran zu denken, wozu Linke in der Lage sind. Und das sollte man auch am 26. September bedenken. Keine Stimme für Grüne, für Linke, für Sozis, sondern nur für patriotische Kräfte. Mein Ansinnen war auch nur, hier zu dieser Gedenkveranstaltung für Peter Fechter zu kommen. Allerdings der Ungeist, der dort drüben so laut wird, hat mich doch dazu bewogen, etwas zu sagen. Denn ich gehöre auch zu denen, die in diesen Jahren von 1961 bis 1989 die DDR verlassen haben. Illegal, wie es so schön hieß. Für mich war die DDR schon seit Jugendzeiten nicht mehr meine Heimat, weil sie nicht schön wäre oder so, sondern weil sie eben ein Gedankengut aufzwingen wollte, was nicht mit Freiheit zu tun hat. Eine nicht unwesentliche Möglichkeit war, über den Transitweg abzuhauen, wie es so schön hieß. Diese Möglichkeit habe ich gewählt. Ich hatte das Glück, dass schon Freunde aus der DDR hier im Westen, in West-Berlin waren. Und die haben jemanden gefunden, ganz privat, ich weiß heute noch nicht, warum er es eigentlich gemacht hat, der mir diesen Weg in die Freiheit ermöglicht hat.
habe mir noch eine Decke über den Kopf gezogen und bald so fuhren wir in das Grenzgebiet ein. Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, waren die Leuchten, die immer so zack, 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 zack über uns hinweggingen. Dann sagte der Freund, so pass auf, jetzt gleich geht's los. Komischerweise war für mich, war alle Spannung weg, weil es galt, entweder es klappt oder es klappt nicht. Ja, ich hörte dann natürlich die Grenzpolizisten und so weiter. Und nach einer Zeit, ich weiß nicht wie lange sie war, hieß es, ja bitte weiterfahren. Mir solche Reden, die ich dort höre, Nazis und so weiter, dass die mir ausgesprochen wehtun, dafür bin ich nicht, habe ich nicht dieses Risiko eingegangen und um in ein Land zu kommen, wo ich meine freie Meinung frei äußern konnte und wo ich leben konnte, wie ich wollte. Hans-Jürgen Georgi, vielen Dank für diesen Beitrag des Zeitzeugen. Zeitzeuge werden natürlich immer weniger. Matthias Barth ist auch ein Zeitzeuge. Ich bin erst 63 geboren, da stand die Mauer schon. An dieser Stelle verblutete am 17. August 1972 vor den Augen der Welt Peter Fechter. Es war ein Kamerateam auf der Westseite. Peter Fechter wollte nicht eingesperrt sein und entschloss sich, das Risiko der Republikflucht in Kauf zu nehmen. Wer hätte 1961 gedacht, dass die Mauer 28 Jahre bis zum glücklichen Jahr 1989 stehen bleibt. Man darf Unrechtsregime nicht unterschätzen und man darf auch die Unrechtsansätze in der heutigen Bundesrepublik nicht unterschätzen. Wer kann dafür sein, dass eine Impfpflicht für Kinder kommt, wenn Kinder so gut wie nie an Covid-19 erkranken und es nur einen experimentellen Impfstoff gibt, von dem keiner weiß, welche Langzeitfolgen er haben wird? Heute steht keine Mauer mehr in Berlin, die uns von der ersehnten Freiheit in der Heimat abhält. Wir verlieren unsere Heimat durch die planvoll scheinende Ansiedlung von nichtchristlichen Fremden in Deutschland. Wenn uns die Heimat entgleitet, verlieren wir unsere Freiheit. Seit der Reichsgründung 1871 gab es im Frieden in Deutschland keine Binnengrenzen mehr, welche die Freizügigkeit der Bürger einschränkte. Das war selbstverständlich, dass es keine Binnengrenzen mehr in Deutschland gibt. Als ich im März 2020 auf der B96 von Brandenburg Richtung Norden fuhr, wurde ich an der Grenze zu Mecklenburg von Polizei angehalten. Die Polizei hatte die Straße gesperrt und ich wurde gezwungen, wieder umzukehren, weil Mecklenburg gesperrt war für Menschen aus Berlin. Ich habe das auch gemerkt, als ich bei Querdenken-Demonstrationen von der Polizei grob weggestoßen und angeschrien wurde. Die sozialen Zwänge führen zur Anpassung an bestehendes Unrecht. Nur wenige können auf Dauer dem sozialen Druck widerstehen. Auch diese Aktion hier drüben ist eine Aktion des sozialen Drucks. Man will sie verunsichern, man will uns verunsichern, man will, dass wir solche Veranstaltungen nicht machen. Wenn wir hier Peter Fechter gedenken und die SPD demonstriert dagegen, fragt man sich, kann das sein? Kann das Sinn machen? Ja, es macht Sinn, weil sie uns mundtot machen wollen, weil sie uns ausgrenzen wollen, weil sie uns Angst machen wollen. Als die Amerikaner 1962 an dieser Stelle Peter Fechter verbluten ließen. Peter Fechter war schon über die Mauer gekommen, er war auf einem Gebiet, was vom Westen her begehbar war. Aber die Amerikaner taten nichts. Sie ließen ihn hier eine Stunde lang liegen, bis die DDR-Grenzer Peter Fechter wieder in den Osten brachten. Entweder war er da schon tot oder er starb kurz danach. Wenn die Amerikaner beherzt eingegriffen hätten, wäre Peter Fechter vielleicht zu retten gewesen. Die deutschen Interessen können nur die Deutschen vertreten. Es gibt keinen großen Bruder, der an unserer Seite steht, weder die Amerikaner mit seiner
missionarisch geprägten Demokratie, noch der Sozialismus, noch die Brüsseler Eurokraten. Die Berliner Mauer ist ein Paradebeispiel für eine Handlung gegen die deutschen Interessen. Wir können von der Mauer lernen, dass wir allein in der Pflicht sind, unsere Interessen zu vertreten. Wir sehen bereits an diesen Beispielen, dass wir entweder von Idioten regiert werden oder von Leuten, die ganz bewusst unser Land zerstören möchten. Walter Ulbricht sagte ein paar Tage vor dem Mauerbau: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Dieser Satz klingelt heute in den Ohren, wenn man vom Gesundheitsminister Spahn oder dem RKI-Wieler hört: Niemand will eine Impfpflicht. Peter Fechter ist eine ewige Erinnerung an die ungerechte Teilung unseres Vaterlandes in Ost und West. Wir wollen ein einig Vaterland, wir wollen keine Teilung in Ost und West. Wir wollen ein Deutschland in Einigkeit und Recht und Freiheit. Ein Apartheidssystem mit Geimpften und Ungeimpften darf es in unserem Deutschland nicht geben. Dankeschön. Und bevor wir jetzt die Veranstaltung abschließen, singen wir die Hymne Deutschlands. Wir singen es zusammen. Du stimmst einfach mit ein. Du kriegst das hin. Was? Einigkeit und Recht und Freiheit. Ich danke euch für euer Kommen. Ich danke der Polizei für die hervorragende Begleitung unserer Veranstaltung. Und ich danke dir vor allem fürs Kommen und für die musikalische Untermalung.